Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung von der Speed Chess Championship. Magnus Carlsen ist im Finale. Ich hatte berichtet in meinem vorherigen Video. Und im zweiten Halbfinale traten aufeinander Hikaru Nakamura und Maxim Vachela-Graf. Das war bekannt. Und in diesem Video beantworten wir die Frage, wer gegen Magnus Carlsen antritt. Und natürlich schauen wir uns eine Partie an. Nach dem zweiten Segment, 5 plus 1, 3 plus 1, also nach die zwei Segmenten, stand es 9,5 zu 8,5 für MVL, den französischen Großmeister. Er war super drauf, auch sowieso in letzter Zeit spielt er sehr, sehr stark. Und dann kam natürlich 1 plus 1, das ist natürlich die Paradedisziplin von Nakamura, er ist sowieso natürlich auch im Blitzen sehr, sehr stark, aber 1 plus 1 legt er nochmal eine Schippe drauf und konnte er es aufholen. Wir schauen uns eine Partie an und ja, das ist ein typischer Verlauf, was dieses Duell betrifft. Es wurde extrem taktisch. Extrem taktisch. Okay, gehen wir rein. E4, Nakamura hat weiß. C6, Kaukan-Verteidigung, Springer 3, D5, Springer C3. Das ist das Zwei-Springer-System. Springer F6. Und das ist nicht der Hauptzug hier, aber ganz ehrlich, im Blitzen und im 1 plus 1 oder generell bei Partien mit verkürzter Bedenkzeit bin ich inzwischen der Überzeugung, dass es fast egal ist, was man spielt in der Eröffnung. E5, Springer E4, das ist alles soweit so gut. Springer E2 ist hier der Hauptzug mit der Idee D3. Aber Nakamura spielt D4. Generell habe ich bei Nakamura auch den Eindruck, dass Eröffnungen für ihn nicht besonders wichtig sind in seinen ganzen Rapid- und Blitzpartien. Springer C3, BC3. Läufer F5. Stellt den Läufer vor die Bauernkette und möchte E6 spielen. Turm B1 ist hier eine gute Entgegnung. Direkt den Turm auf die halboffene B-Linie, B7 attackieren. Aber Naka spielt Läufer D3. Läufer D3. Jetzt kann man mit dem C-Bauern nehmen hier und den Doppelbauern auflösen und Richtung Zentrum schlagen. Das deckt wichtige Felder hier. Ist wahrscheinlich auch der beste Zug. Aber Nakamura spielt Dame D3. E6, Rochade, Springer D7, normale Züge. C4 auch normal, löst den Doppelbauern hier auf oder will ihn auflösen. Läufer E7. Bisschen alles normal. Jetzt kommt ein Zug, ja, den kann man kritisieren. Springer D2 zurück. Anstatt sich weiterzuentwickeln, gruppiert er den Springer um, beziehungsweise er macht hier die dritte Reihe frei für die Dame. Ich denke, besser ist es hier Turm B1 zu spielen weiterhin, ne? Den Turm ins Spiel zu bringen. Aber gut, Springer D2, Rochade, Dame G3. Er bringt die Dame zum Königsflügel rüber. F6, guter Zug. Möchte hier das Zentrum auflösen. Weiß nimmt freiwillig raus. EF6, Läufer F6. Der Bauer D4 ist angegriffen. C3. D schlicht C4. Ja, das ist auch ein Zug, den man kritisieren kann, weil es den Springer wieder ins Spiel bringt. Der Springer steht auf D2 nicht besonders gut. Man könnte hier tatsächlich auch E5 spielen und das Zentrum öffnen. Ne? Schwarz ist besser entwickelt. Hier hat beide Leichtfiguren vernünftig im Spiel. Weiß hat seine Entwicklung vernachlässigt hier. Und deswegen ist E5 ein guter Zug. Okay, DC4, Springer C4, Springer B6, Springer E3 zurück, Springer D5, Springer G4. Ja, der Springer wandert ganz schön rum. Ne? Von F3, D2, C4, E3, G4. Das ist schon der fünfte Zug des Springers. Droht das irgendwas gerade? Nicht so viel. Springer F6 droht nicht wirklich, der ist ja gedeckt. Hier ist C5 ein sehr starker Zug. Hier angreifen, das Zentrum attackieren, Richtung C3 schauen. Und auf Turm B1 hier kann man tatsächlich nehmen und dann B6. Und das ist ausgeglichen, wir haben auf beiden Seiten schwachen Bauern. Ja, C5 wäre gut gewesen. Stattdessen Läufer G5, möchte den Läufer abtauschen, das ist aber nicht so sinnvoll, weil Weiß diesen Läufer da gar nicht entwickelt hat bisher. Was kommt jetzt hier? Turm F1. Läufer C1, Turm AC1. So, Schwarz hat mit diesem Läufer jetzt auch mehrere Züge gemacht und Weiß hat nicht einen Zug mit dem Läufer gemacht und Schwarz hat ihn freiwillig getauscht. Das kostet natürlich Schwarz eher Zeit. Zeit ist immer ein Faktor, Raum, Zeit, ne? Gerade in der Eröffnung. Aber da sind auch, wie gesagt, Bullet-Partien, 1 plus 1. Und generell bei diesen ganzen Rapid-Blitz- und Bullet-Partien muss man alles immer sehr vorsichtig sein, ne? Mit dem, was man sagt, weil natürlich viele Fehler geschehen.
Springer F4 deckt jetzt den E6. Der E6 ist angegriffen. Sehr gut ist hier Dame A5 Gegenangriff. Weiß kann gerne den E6 haben. Dafür kriegt man C3 nicht, aber A2. Und der E6 ist sowieso nicht so viel wert, weil er natürlich rückständig ist. Okay, Springer F4 deckt den, hier den E6. Hier ist Turm E4 sehr stark. Den Springer attackieren. Schwierige Stellung hier für Schwarz. Er müsste wahrscheinlich Dame D6 ziehen oder Dame G5, um den Springer zu decken. Und dann können wir die Türme verdoppeln auf der E-Linie. Ne? Sieht sehr, sehr gut aus. Stattdessen kam Turm E5 und das ist ein Riesenfehler. Und das ist ganz typisch für diese Partien, ne? Mit so verkürzter Bedenkzeit. Es passieren immer wieder Fehler und man muss taktisch wirklich genau gucken. Immer darauf achten, so wann kann ich eine Taktik ansetzen. Spiele viele taktische Motive spielen eine große Rolle, je kürzer die Bedenkzeit, je weniger Bedenkzeit man hat. Und es kommt immer mehr zu diesen taktischen Motiven. Und in diesem Moment, wie kann Schwarz hier Material gewinnen? Hier, guckt mal genau hin. Mit H5. In der Live-Übertragung hat Daniel Naroditsky das sofort gesehen. Und er sagte aber auch natürlich, ja, er sitzt da ganz ruhig und spielt nicht selbst, er ist nicht aufgeregt. H5 greift den Springer an und wenn er zurückgeht, das geht halt nicht, wegen Springer E2 Schach und dann ist die Dame weg. Eine kleine Rettung gibt es hier mit Turm E4 Gegenangriff, aber hier kommt Dame G5, deckt den Springer und hier muss man, ja, Springer E5 geht nicht wegen Springer E2 Schach. Hier muss man Turm E4 spielen, die Qualität opfern. Aber auch, gut, diese Stellung ist natürlich auch gewonnen. Für Schwarz, ne? Qualität mehr, Bauern mehr. H5 hier, ne? Hätte die Partie im Prinzip gewonnen. Aber Vashela Graf spielte sehr, sehr schnell. Ähnlich wie Nakamura. Er wollte unbedingt auf der Uhr mithalten, weil man kennt das von vielen Duellen, dass die Leute gegen Nakamura im Bullet, auch wenn es 1+1 ist, immer sehr stark ins Hintertreffen geraten mit der Zeit. Und er hat versucht, wirklich mitzuhalten. War ähnlich schnell, aber taktisch hier einiges übersehen. König A8, ja gut, ist Doppelrufzeichen, weil es H5 übersehen hat. Und jetzt Turm CE1, verdoppelt die Türme. Dame B6, ja, guckt hier rein. Und jetzt kommt sehr interessant hier H4. Er lässt den H-Bauern von der Leine. Dame B2. H5 schiebt den einfach vor hier. Es gab auch andere Züge, den Turm zurück und den Springer hier attackieren. Das ist auch gut, aber sehr interessant gespielt hier. Dame A2. Schwarz ist gierig, geht auf Bauernjagd. H6. So, den H-Bauern schiebt er einfach vor hier. Und Schwarz hat jetzt schon Probleme hier. G schlägt H6. Ja, es drohte natürlich das Schlagen auf G7. Springer A6. Nicht der beste Zug. Die Engines möchten immer was anderes machen. Dame E3 hier mit der Idee G3 eventuell hier auf H6 schlagen oder E6 schlagen. Okay, Springer A6. Dame C2 zurück. Besser war hier Turm F6 mit Angriff hier. Dame A4, Turm A F8 und das geht alles. Hier hat Schwarz Gegenspiel, weil auf der F-Linie natürlich irgendwann auch mal was droht hier. Auch Springer D3 könnte passieren. Genau. Stattdessen Dame C2, guckt so ein bisschen wieder zum Königsflügel. Turm G5 und jetzt bastelt Nakamura an einem schönen Matt hier. Und ihr denkt euch jetzt hier, Matt, wo ist denn Matt hier? Ja, was droht hier nach Turm G6? Und da zeigt es sich, dass Nakamura in diesen taktischen Geschichten unglaublich stark ist und vor allen Dingen sehr schnell. Die Idee ist Turm G8, also ich kann den Zug nicht ausführen, Turm G8, Springer F7 und Matt. Ne? Könnt ihr euch bestimmt vorstellen, ne? Visualisieren, ganz wichtige Fähigkeit im Schach. Turm G8, Turm G8, Springer F7, Schachmatt. Vashela Graf sieht das und spielt Springer G6. Plombiert hier die G-Linie. Dummerweise hängt jetzt der E6. Gut, die Engine will wieder auf E6 nicht nehmen, will was anderes machen. Egal, Turm schlägt E6. Hier könnte Schwarz mit Dame C1 Schach, König H2, Dame F4 die Damen tauschen und würde das Gröbste überstehen. Dann, das wäre ausgeglichen. Aber Turm AE8 stattdessen. Schlagen auf E8, Schlagen auf E8. Dame F3, wow. Dame F3 will Dame F6 spielen, droht matt. Und hier fragt man sich, warum geht das hier nicht? Dame C1 Schach, Dame schlicht G5. Visualisieren bitte, das ist eine Taktikaufgabe wieder. Ganz einfach, König H2, Dame G5 und am Ende Springer F7, die Gabel hier. Der Turm ist geschützt, ne, indirekt durch den Springer.
Waschela Graf zog König G7 deswegen. Springer F5 Schach, König zurück, Springer D6, der Turm ist angegriffen, es droht wieder Turm, Dame F6, Dame F7 und so hier. Und hier gewinnt Weiß inzwischen. Zum Beispiel nach Turm E7, Dame F6, König G7, König G8, sorry. Und hier Turm schlicht G6. Ne, man kann auch Dame E7 spielen, oder nicht? Das ist auf gefesselt. Ne, hier kommt Dame C1, König H2, Dame F4, das ist Dauerschach. Ne, wir müssen Turm G6 spielen. HG6 und jetzt nehmen. Jetzt gibt es keinen Dauerschach, weil der König hier rausläuft. Okay. Waschela Graf probierte Turm E1 Schach. König H2. Dame D1 bietet hier den Damentausch an. Und jetzt kommt das Finale Furioso. Wie setzt hier Weiß matt? Wieder taktisch. Taktik, Taktik, Taktik. Wichtiges Motiv. Und Maxim Waschela Graf spendete danach auch schönen Applaus. Dame F8 Schach. Und er gab hier auf wegen Springer F8 und Springer F7 Schachmatt. Und man sah dann Waschela Graf auch applaudieren. Vor allen Dingen, weil das auch mit der Schnelligkeit. Also wenn man das jetzt so erzählt, im Nachhinein sieht das so aus, hat viele Fehler und so, ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, das war eine 1+1 Partie und Nakamura hatte vielleicht 20, 30 Sekunden überlegt für diese ganze Partie. Er war unglaublich schnell und Waschela Graf versuchte auf der Uhr immer mitzuhalten und spielte auch sehr, sehr schnell, übersah aber deutlich mehr als Nakamura. Ne? Und das Ding ist, es drehte sich komplett in diesem letzten Segment 1+1. Nakamura gewann 8-2 in diesem letzten Segment 1-1 und gewann dann letztendlich souveräner als gedacht oder als es auf den ersten Blick aussieht, mit 16,5-11,5, denn er lag ja zuerst auch zurück im Blitzen. Und damit haben wir das Traumfinale. Ihr seht hier die Ergebnisse. Das Traumfinale Magnus Carlsen gegen Hikaru Nakamura, das findet statt am Freitagabend ab 20 Uhr. Ich werde es mir live anschauen und ich freue mich schon riesig drauf. Das ist, im Moment ist es so ein bisschen der Superclash in der Schachwelt, finde ich. Carlsen gegen Nakamura, gerade wenn es um diese kurzen Bedenkzeiten geht. Und Carlsen ist auch gar nicht Favorit. Einige von euch denken immer, Carlsen gewinnt immer. Das stimmt aber nicht. Nakamura hat die letzten 4-5 Jahre immer gewonnen, Speed Chess Championship. Auch gegen Carlsen. Und insbesondere liegt das daran, dass er bei diesem 1+1 ist aber vielleicht sogar ein Tick besser als Carlsen. Also wird eine super spannende Geschichte. Ich freue mich tierisch drauf. Und wer von euch freut sich auch drauf, guckt sich das live an. Live auf Twitch natürlich, auf chess.com. Es gibt eine deutsche Übertragung mit Steve Berger, gehe ich von aus. Und natürlich eine englische Übertragung mit Daniel Naroditsky in der Regel. Und dann noch eine zweite Person, Casa Corley oder Robert Hess. Und wie gesagt, ab 20 Uhr meine ich. Abends, das geht dann so 4 Stunden, also der ganze Abend, richtig geiles Schach zwischen Carlsen und Nakamura. Wer ist dabei? Würde mich interessieren. Gerne kommentieren. Ansonsten bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video.